Es klappt nicht mit dem Schwangerwerden, du hast Zwischenblutungen kurz vor der Periode und schon ist der oft zitierte Gelbkörperhormonmangel auf dem Tisch. Oft zitiert, selten verstanden, das ändern wir heute. Woran das liegt, was du machen kannst und vor allen Dingen, was das eigentlich ist, wird jetzt alles in Ruhe erklärt. Viel Spaß bei dem Video. Mein Name ist Dr. Med. Konstantin Wagner. Ich bin Frauenarzt und dieser Kanal ist einzig und allein dafür da, dass du dir hilfst, dir selbst zu helfen. Und das Ganze mache ich mit meinem Fachwissen, was ich dir für lau, umsonst, gratis hier präsentiere. Und du sagst, wow, vielen Dank. Und dieses wow, vielen Dank kannst du mir einfach da lassen, indem du hier unten den Abo-Knopf klickst. Gelbkörperhormonschwäche, definieren wir doch erstmal. Was ist das eigentlich? Also grundlegend müssen wir uns den weiblichen Zyklus mal wieder hier einblenden. Der wird ja unterteilt in die erste Zyklusphase. Dann in der Mitte findet der Eisprung statt. By the way, ungefähr in der Mitte. Und dann erfolgt die zweite Zyklusphase. Und die zweite Zyklusphase ist geprägt von einem Hormon, das Progesteron genannt wird, das Gelbkörperhormon. Natürlich spielen hier andere Hormone und Wachstumsfaktoren auch eine riesige Rolle, aber das ist das Hormon der zweiten Zyklusphase. Und ist das nicht in ausreichender Menge vorhanden, gibt es Störungen in eben dieser zweiten Zyklusphase. Und das Ganze wird dann Lutealinsuffizienz, weil die zweite Zyklusphase auch Lutealphase genannt wird, Progesteronmangel, Gelbkörperhormonschwäche etc. genannt. Meint alles das Gleiche, dass Progesteron nicht in ausreichender Menge da ist oder nicht in ausreichender Menge wirkt. Kommen wir gleich noch zu. So, und um dich jetzt schon mal schlauer zu machen als viele andere, es beschränkt sich immer sehr viel auf diese zweite Zyklusphase, aber lass uns doch mal schauen, wo dieser Gelbkörper eigentlich herkommt. Der kommt nämlich von dem Follikel, der gesprungen ist. Es reift ja in der ersten Zyklusphase ein Follikel, ein dominanter Follikel heran, wo die Eizelle drin ist. Dann macht's Batsch. Dieser Follikel geht auf, die Eizelle wird entlassen, macht sich auf die Suche nach einem Spermium und diese Hülle des Follikels bleibt zurück und diese Hülle wandelt sich um in den sogenannten Gelbkörper. Unterm Strich brauchen wir also auch schon einen schönen, dicken, prachtvollen Follikel, damit ein schöner, prachtvoller Gelbkörper entsteht. Deswegen ist auch diese Gelbkörperhormonschwäche oftmals und in den allermeisten Fällen gar nicht das Problem der zweiten Zyklusphase, sondern der ersten. Aber dazu kommen wir gleich noch. Na gut, die zweite Zyklusphase ist aber mit diesem Anstieg dieses Progesterons, dem Gelbkörperhormon, noch nicht zu Ende. Jetzt kommt ja so der Punctus Knaxus, wo entweder eine Schwangerschaft eintritt, denn dieses Hormon ist einfach nur dafür da, hauptsächlich, um eine Schwangerschaft zu erhalten. Die Gebärmutterschleimhaut wird durch Progesteron schön hergerichtet, aufgelockert und umgewandelt. Sollte es jetzt nicht zur Schwangerschaft kommen, merkt das der Körper irgendwann, dieser Gelbkörper, der entstanden ist, der Saft ist leer, das Progesteron rauscht ab und dann kommt es eben zur Periode. Tritt eine Schwangerschaft ein, kommen Schwangerschaftshormone, der Gelbkörper merkt, oh, ich werde noch weiter gebraucht, pumpt also weiter Progesteron in den Körper und das Progesteron steigt eben weiter und bleibt dann auch konstant und ist für die Ernährung des Embryos am Anfang zuständig. By the way, so ungefähr bis zur 8. Woche, Stand heute. Jetzt haben wir den Zyklus ganz grob verstanden. Wichtig für diesen Eisprung ist auch ein weiteres Hormon, nennt sich LH, das luteinisierende Hormon, was in Zyklusmitte einmal hochgeht, dann wieder abschmiert. Und das ist so die Daseinsberechtigung. Ja, nicht so ganz, so einfach ist der Körper natürlich nicht. Dieses pulsatile, also stoßweise Ausgeben von LH, macht auch ein stoßweises Freisetzen von Progesteron. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn viele, viele von euch werden vielleicht erfahren haben, von ihrer Gynäkologin, von wem auch immer, dass gesagt wurde, sie haben wahrscheinlich eine Gelbkörperhormonschwäche, kein Problem, gucken wir doch einfach mal, wie ihr Gelbkörper im Blut ist. Und dann wird einmal Blut abgenommen in der zweiten Zyklusphase. Und dann darf ich euch sagen, eine einmalige Progesteronabnahme über Serum oder Speichel macht 0,0 Sinn für die Detektion eines Gelbkörperhormonmangels. Vorher müssen wir uns aber erstmal die Symptome jetzt angucken. Was passiert da eigentlich, wenn ich zu wenig Progesteron bilde in der zweiten Zyklusphase? Ganz klassisch haben diese Frauen eine verkürzte zweite Zyklusphase. Vom Eisprung bis zum Einsetzen der ersten regelstarken Blutung, das ist der erste Tag der Periode, das ist die zweite Zyklusphase. Wenn diese Phase unter 10 Tage lang ist oder kurz ist, und das spricht schon mal für einen Gelbkörperhormonmangel, wenn das unter 10 Tage ist. Was noch dazu kommt, kennst du vielleicht auch ein sogenanntes prämenstruelles
Spotting oder auch prämenstruelle Schmierblutungen, die meistens so über 2 bis 3 Tage anhalten. Und du denkst, oh ja, jetzt kommt schon die Periode, ist ja viel zu früh und dann sind wieder 2, 3 Tage Pause und dann beginnt eigentlich erst die richtige Blutung. Das sind prämenstruelle Schmierblutungen. Und wenn die 2 bis 3 Tage überschreiten plus eine verkürzte zweite Zyklusphase da ist, dann kannst du mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit sagen, ich habe eine Gelbkörperhormonschwäche. Man kann das Ganze auch umdrehen und einfach mal sagen, was so ein normaler Zyklus ist. Und jetzt bitte ich um Aufmerksamkeit. 24 bis 35 Tage Zykluslänge plus minus 2, 3 Tage. Also meinetwegen hast du immer 30 Tage Zyklen. An einem Monat ist es 28 Tage, im nächsten Monat sind es 32 Tage. Alles normal. Auch mal 1 bis 2 Tage eine Schmierblutung vor der Periode zu haben, ist grundlegend noch normal. Und solltest du solche Zyklen regelmäßig haben, dann hast du zu 96% einen regelmäßigen Zyklus ohne irgendwelche Lutealinsuffizienzen oder Follikelreifungsstörungen. Das ist schon mal Fakt und ist quasi das Pendant zu dem, was ich eben gesagt habe. Und damit sind wir bei der Diagnostik. Wie kann ich denn so eine Lutealinsuffizienz wirklich verifizieren und dingfest machen? Ja. Kommen wir zur Progesteronbestimmung im Blut, was ich ja eben schon so ein bisschen durch den Kakao gezogen habe. Das große Problem ist die pulsatile Freisetzung von Progesteron. Es ist also so, wenn du Pech hast, dass du in der zweiten Zyklusphase dann erstmal abnimmst und vielleicht in einem Tal misst, den Progesteronwert. Und die Ergebnisse kommen, es ist ein eklatanter Progesteronmangel. Ist es vielleicht gar nicht, denn ihr habt ein paar Stunden später eventuell einen völlig normalen Progesteronspiegel. Das ist die erste Schwierigkeit bei einer einmaligen Abnahme von Progesteron. Die zweite Schwierigkeit ist, dass ihr natürlich alles Individuen seid und ihr auch ein sehr individuelles Fenster habt von einem Progesteronspiegel. Der Referenzbereich für einen individuell reichenden Progesteronspiegel, der ist nicht klar definiert, kann ja auch gar nicht definiert sein. Dritte Schwierigkeit ist das Timing. Wir müssten ja genau das Fenster erwischen, wo der Progesteronspiegel maximal sein sollte. Das ist bei der einen Frau mit einem 30-Tage-Zyklus vielleicht an Tag 18. Bei der nächsten Frau mit einem 34-Tage-Zyklus vielleicht an Tag 23, 24. Wir müssen also eigentlich erstmal rausfinden, wann ist denn der Eisprung? Und dann müssen wir rausfinden, wann ist denn bei der Frau eigentlich der Peak von Progesteron? Und du merkst schon, das wird ziemlich komplex und Leute haben sich natürlich auch schon Gedanken gemacht, wie können wir das irgendwie entwirren? Und theoretisch müsste man 3 wiederholte Progesteronbestimmungen zwischen dem 5. und 9. Tag nach dem Eisprung machen, um so ein ganz grobes Gefühl zu bekommen, ob das ein normaler Progesteronwert ist für diese Frau. Allerdings stellt sich auch hier wissenschaftlich das Problem der geringen Spezifität. Wenn ich hier also 3-mal hintereinander relativ niedrige Werte messe, heißt das noch nicht, dass die Frau eine Lutealinsuffizienz hat. So leicht ist es halt nicht. Und wenn ihr jetzt durch irgendwelche Online-Anbieter oder vielleicht auch in der Facharztpraxis gesagt bekommt, wir haben hier einmal Progesteron bestimmt und der ist zu niedrig, sie haben eine Lutealinsuffizienz, ist das rein diagnostisch nicht aussagekräftig. Als weiteres diagnostisches Mittel gibt es, wenn ihr das gut recherchiert, noch die Möglichkeit der Gebärmutterschleimhautbiopsie, also eine kleine OP. Man entnimmt Pröbchen aus der Gebärmutterschleimhaut und schaut sich an, ob Progesteron auch in der Schleimhaut Effekte hat. Es geht also nicht nur um die quantitativen Werte von Progesteron, sondern auch, wie wirkt es eigentlich am Gewebe, wo es eben wirken soll. Und gerade im Bereich der künstlichen Befruchtung, der Kinderwunschtherapie, gibt es da auch schon sehr experimentelle Ansätze, zu gucken, ob diese Schleimhaut dieses Progesteron gut annimmt und wie die Umwandlung dieser Schleimhaut auch ist. Aber der Kosten-Nutzen-Faktor ist bei der Otto-Normalpatientin, die vielleicht in der zweiten Zyklusphase Problemchen hat, natürlich viel zu hoch. Also die Kosten übersteigen den Nutzen. Deswegen ist das beste diagnostische Kriterium noch, du trackst deinen Zyklus 3, 4, 5 Monate und siehst ganz genau, hier habe ich Zwischenblutungen, so lange ist meine zweite Zyklusphase. Und das Ganze funktioniert enorm gut mit NFP nach Sensiplan. Ein eigenes Regelwerk, wie du deinen Körper durchscannen kannst, Cervixschleim, Basaltemperatur messen, Ovulationstests. Und das ist wirklich ein bestes Zyklus-Tracking, was es gibt. Das muss man lernen, da gibt es Kurse für, habe ich auch einen Kurs für gemacht, kann ich dir hier gerne mal verlinken. Aber das ist das beste diagnostische Kriterium Stand heute. So, dann kommen wir kurz mal zu den Ursachen. Wird dir jetzt auf der Seele brennen, jo, woran liegt es denn? Warum habe ich denn sowas, wenn du jetzt sowas hast? Und da gibt es unfassbar viele Ursachen.
lass dir mal erstmal die Stresskeule um die Ohren schlagen. Denn Stress, haben wir schon ein bisschen hier besprochen, kann ich auch gerne mal das Video verlinken zu, hat extreme Auswirkungen auf den Körper, weil Progesteron abgezwackt wird, um ein Stresshormon zu bilden. Progesteron wird quasi als Grundgerüst, als Baustein benutzt, um ein Stresshormon daraus zu basteln. Heißt für Progesteron, es wird weniger produziert und schon kommen wir in diesen Progesteronmangel rein. Aber auch Untergewicht, Leistungssport, alles was unsere Hypophyse, unseren Hirnstamm auch beeinträchtigt, kann natürlich auch zum Progesteronmangel führen. Und jetzt kommt noch ein Satz, den ich dir gerne in dein Gehirn trichtern will. Denn die Insuffizienz, also der Mangel an Progesteron in der zweiten Zyklusphase, liegt nicht isoliert in der zweiten Zyklusphase, jedenfalls in den allermeisten Fällen, sondern liegt daran, dass die Follikel nicht richtig gereift sind. Die therapeutischen Ansätze sind also, wenn deine Gynäkologin, dein Gynäkologe sagt, ja, sie haben Probleme in der zweiten Zyklushälfte, deswegen müssen wir mal die erste Zyklusphase ein bisschen betrachten, vielleicht sogar unterstützen, dann sind die nicht durcheinander, sondern dann ist das genau richtig. Die erste Zyklusphase muss stimuliert werden vielleicht, unterstützt werden, damit ein schöner Follikel ranreift, damit der auch einen schönen Gelbkörper macht. Klar, wir sprechen auch über die Wechseljahre. Da haben wir einfach das Phänomen, dass wir weniger Eisprünge generieren, also rutschen wir auch in so einen Progesteronmangel. Natürlich haben diese Frauen früher oder später verkürzte Zyklen, Zwischenblutungen, sehr starke Blutungen, alles ist so ein Stück weit durcheinander. So gibt es noch viele weitere Gründe, zum Beispiel wenn du dich auch schlecht ernährst, einseitig ernährst, wenig schläfst, dann kann es auch zu solchen Lutealinsuffizienzen kommen. Es gibt also nicht den einen Grund, sondern man muss erstmal den Lifestyle anschauen, die erste Zyklusphase betrachten und dann kann man auch ziemlich gezielt therapieren. Und zur Therapie kommen wir jetzt. Ja, Therapie. Ich werde euch mit diesen Sätzen wieder quälen, aber es ist einfach so logisch und so hilfreich und so wirkungsvoll. Lifestyle anschauen, Ernährung optimieren, antientzündliche Ernährung, den Blutzucker stabil halten, auch mal histaminhaltige Lebensmittel weglassen. Über Histamin habe ich hier schon gesprochen. Lebensmittel, die den Zyklus stören, meiden. Auch hierzu habe ich schon ein Video gemacht. Schaut euch gerne mal auf dem Kanal um. Mehr Bewegung, Stressreduktion ist quasi einhergehend. Müssen wir alle tun, weiß ich. Es kommt uns aus den Ohren raus, aber es hilft. Habt im Hintergrund, was mit Progesteron passiert, wenn Frauen Stress haben. Es hilft in den meisten Fällen innerhalb von 3 Monaten, dass sich da was stabilisiert. Und das ist nicht nur so dahingesagt, sondern das erlebe ich tagtäglich in der Praxis. Wichtig ist aber natürlich, dass man das möchte, die Selbstdisziplin aufnimmt und auch durchzieht. Nur dann kann man solche Ergebnisse erzielen. Natürlich in der Medizin ist es immer so, wenn ich weiß, dass es einen Grund gibt, dann muss ich diesen Grund beheben und entsprechend therapieren und dann kann man auch wirklich helfen. Und gezielte Hilfe gibt es natürlich auch, wenn die Follikelreifung gestört ist. Das muss eben rausgefunden werden und gibt es keine anderen Gründe. Und hast du zum Beispiel Kinderwunsch, kann man diese Follikelreifung stimulieren. Man gibt Medikamente, was das Ganze ankurbelt, damit dieser biologische Ablauf wieder in Fahrt kommt. Ist von der Follikelreifung eigentlich alles okay, beziehungsweise kann man da nicht viel optimieren, aber es gibt trotzdem störende Schmierblutungen in der zweiten Zyklusphase, kann man natürlich überlegen, ob man zyklisch, also in dieser Phase, dem Körper einfach das zurückgibt, was ihm offensichtlich zu fehlen scheint. Und das geht entweder mit synthetischen, also künstlichen Hormonen, sogenannten Gestagenen, die man über eine Zeit lang gibt, oder aber auch mit mikronisiertem Progesteron, dem bioidentischen, dem körpereigenen Hormon, was man eben in der zweiten Zyklusphase dem Körper zurückgibt, macht man sehr oft auch in der Kinderwunschbehandlung. Ich blende euch hier mal eine Tabelle ein, wie das Vorgehen in Deutschland so ist. Das ist nicht standardisiert, aber das ist so grundlegend das, was viele, viele Gynpraxen praktizieren. Was ist mit pflanzlichen Mitteln, Mönchspfeffer vor allem oder auch die Jamswurzel und so weiter und so fort? Habe ich auch schon Videos zu gemacht. Zum Mönchspfeffer, was ja wissenschaftlich erwiesen auch bei PMS oder auch PMDS gut helfen kann. Auch die Jamswurzel hat vielleicht so die Daseinsberechtigung und in welchen Fällen das speziell funktioniert, müsst ihr euch gerne mal in den Videos angucken, Jamswurzel und Mönchspfeffer. Dann habe ich noch was für euch, den NFP-Kurs kann ich euch einfach nur noch mal ans Herz legen. Hier lernt ihr mehr über euren Zyklus, über euren Körper als in jeglichen Büchern, die ihr so vielleicht gelesen habt. Also, den Kurs kann ich euch anbieten. Ansonsten schaut euch gerne diese Videos nochmal an, passend zu dem Thema. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß und jetzt müssen wir alle erstmal einen Schluck trinken. Ciao.